Danke, Franz. Mahlzeit von meiner Seite. Das Thema Biomethanregister, Aufbau eines internationalen Biomethanregisters, wollen viele Länder beschreiten. Österreich war eines davon. Wir haben das Thema relativ gut und rasch umgesetzt und dementsprechend möchte ich Ihnen heute einen kleinen Einblick geben. Biomethan und die Keyplayer im österreichischen Markt, wie hat sich das Register aufgebaut? Da möchte ich eingehen, wie sich ein internationales Register aufbauen kann, was versteht man unter dem Begriff international. Ein kurzer Blick ins Ausland. Österreich als solches spielt nur einen gewissen Teil im europäischen Markt. Und dann kurz zur Zukunft national und in Europa ein paar Worte. Biomethan und die Keyplayer. Ein Keyplayer ist der Bilanzgruppenkoordinator im GAS, das ist die AGCS, das sind wir. Wir ermitteln und verrechnen die Ausgleichsenergie für GAS in ganz Österreich, vom Burgenland bis nach Vorarlberg. Wir organisieren den Ausgleichsenergiemarkt und stellen damit die tatsächlich produzierten Mengen der Forecast, also dem prognostizierten Verbrauch in Österreich und der Erzeugung gegenüber und verrechnen auch diese Differenzen. Wir sind eine staatlich anerkannte Stelle. Wir agieren nach gewissen Gesetzen. Das Gaswirtschaftsgesetz, das Ökostromgesetz, dem unterliegen auch alle Netzbetreiber und Lieferanten in Österreich. Und dementsprechend haben wir hier eine solide Basis, auf der wir operieren. Ein weiterer Player, der ganz entscheidend ist, ist die Ökostromabwicklungsstelle, bekannt auch als ÖMAG, die die Fördertarife in Österreich für erneuerbaren Strom ausbezahlt und wo sie Verträge abschließen können. Wir haben mit der ÖMAG insofern eine Kooperation, als wir als Bilanzgruppenkoordinator für die ÖMAG Nachweise für ins Erdgasnetz eingespeistes Biomethan ausstellen müssen. Das ist ein gesetzlicher Auftrag, den wir mit unserem Biomethanregister erfüllen und das war auch der Grund der Gründung des Registers. Dementsprechend arbeiten wir sehr eng mit der ÖMAG zusammen, hängt auch damit zusammen, dass sie im selben Haus sitzt wie wir, also sind auch die Wege relativ kurz und dementsprechend sind wir auch immer abgestimmt, was diese Themen betrifft. Der weitere entscheidende Player in Österreich ist die Biomethanbranche. Die setzt sich nicht nur aus den Produzenten zusammen, sondern auch aus Interessensvertretungen, hier ganz speziell natürlich die AG Kompost und Biogas als langjähriger Partner auch von uns. Wir sind bei vielen Diskussionen, Terminen schon zusammengekommen und haben auch das Thema besprochen. Wir haben auch das Register nicht eigenständig aufgebaut, sondern natürlich auch in Kooperation mit den Marktteilnehmern. Nur so kann auch ein Register, auch ein internationales Register funktionieren, indem man überschreitend über alle Bereiche mit den Marktteilnehmern kommuniziert. Ganz speziell auch hier eben die EVN, die Oberösterreicher, Linzer und die Salzburger, die hier auch einen wesentlichen Beitrag geleistet haben, ganz abgesehen neben den Biogasproduzenten sowieso. Und all diese Marktplayer waren und sind weiterhin notwendig, dass das Register in Österreich bestehen kann und auch deren Part und deren Rolle einnehmen kann, auch international. Biomethan in Österreich. Wir nennen es gerne das grüne Gas. Biomethan ist das grüne Element im Gasbusiness. Es ist unbestreitbar, dass die Gasindustrie hier und da doch ein paar Probleme hat. Schwindender Absatzmarkt, Leitungsdiskussionen, braucht man in den Osten schauen. Es gibt diverse Diskussionen und hier spielt natürlich das grüne Gas eine entscheidende Rolle. Wir wissen selber, dass es Unterschiede gibt zum Erdgas. Es wird klar unterschieden zwischen Biogas und Erdgas und dafür braucht es aber das entsprechende Hilfswerkzeug. Wir sind als Register dafür verantwortlich, Nachweise auszustellen für in das Erdgasnetz eingespeiste Gas.
Wir reden nicht davon, dass Biogas vor Ort verstromt wird. Wir reden davon, dass das Biogas aufbereitet wird, lokal, auf Erdgasqualität und in das hiesige Gasnetz eingespeist wird und dort seinen Platz hat, um weiter vermarktet werden zu können. Das ist natürlich extrem differenziert zu sehen von den ca. 300 bestehenden Ömag-Förderanlagen, die direkt Biogas verstromen, zu ungefähr 15 Biomethananlagen, die direkt Methan-Erdgas einspeisen mit einem Benefit, nämlich dem Biomethan-Nachweis. Für uns ist entscheidend, dass das Biomethan und auch für den Markt jeder Marktteilnehmer das beziehen kann. Und das ist nur möglich mit einem gewissen Nachweissystem. Das ist auch für die Gaswirtschaft extrem wichtig und ich möchte weiter in den Folien zeigen, wie diese Nachweise erstellt werden und vermarktet werden können. Die Vorteile liegen, sage ich ganz klar, auf der Hand. Es gibt sehr, sehr viele Vorteile. Ich möchte hier nur ein paar rausstreichen. Wir haben schon einige heute gehört. Ob man jetzt von einer Bandproduktion spricht oder von einer Spitzenlastproduktion, Regelenergie im Treibstoffsektor, es gibt einen Kreislauf in der Abfallwirtschaft, es gibt wahnsinnig viele Vorteile, die Biomethan zu leisten kann und diese Rolle sollte man auch klar anerkennen. Man sollte nicht das Ganze auf ein Thema runterbrechen, sondern man sollte die Möglichkeit hier nutzen und diese differenzierten Vermarktungsmöglichkeiten und Vorteile auch heben. Das Gleiche gilt dann für die Anwendungsmöglichkeiten. Wir betreiben das Register natürlich für die ÖMAG und stellen hier Nachweise auch für die Ökostromförderung aus. Aber wir wissen doch, dass es andere Anwendungsmöglichkeiten auch gibt. Wir haben heute diverse schon gehört, von dem Treibstoffsektor bis hin zur Regelenergie. In Österreich ist natürlich das Thema Energieeffizienz auch ein großes Thema. Da sind wir mit unserem Energieeffizienzgesetz doch etwas, sagen wir, einzigartig in Europa und den Nachweisen, die hier auszustellen sind. Natürlich spielt auch die direkte Biomethaneinspeisung eine mögliche Absatzkomponente, die möglich ist. Eines ist klar, und das soll diese Folie zeigen, man braucht eine Dokumentation dieser Nachweise. Es wird nicht funktionieren, wenn man unterschiedliche Systeme aufbaut, hier und da gewisse Versorger, Institutionen mit eigenen Registern oder mit eigenen Stellen Dokumentationen durchführen, sondern es braucht einen Nachweis, der möglichst über ganz Österreich, ganz Europa gleichermaßen geregelt ist und auch als solcher eine handelbare Komponente hat, um auch eine Wiederverwertbarkeit dieses Nachweises zu haben und hier auch einen Markt etablieren und erstellen zu können. In Österreich selber haben wir jetzt nicht die entscheidenden Mengen, um international mitreden zu können, da ist ganz klar Deutschland die Nummer eins, aber wir haben doch einen stetig steigenden Anstieg an Biomethan im Erdgasnetz. Wir haben 2011 mit ca. 45 Gigawattstunden angefangen und nach ca. 4 Jahren sind wir bei mehr als dem Doppelten. Also wir reden von einer Zielgröße von ungefähr 100 Gigawattstunden Biomethan für 2015 und das bei ca. 14 Anlagen in Österreich. Diese Zahl ist stetig steigend, aber doch auf einem recht niedrigen Level. Der Aufbau eines internationalen Registers, warum brauchen wir ein internationales Register, was ist das? Wenn wir von einem internationalen Register sprechen, dann meinen wir ein nationales Register, das international vernetzt ist. Wir haben das Erdgasnetz überstreckt sich über viele Länder, über viele Bundesländer und als solches macht es auch an den Grenzen zwischen Ländern nicht Halt und das sollten auch die Register nicht. Wir haben zwar nationale Gesetzgebungen und auch nationale Register, jedoch sollte ein Übergang, genauso wie beim Erdgas, der Übergang zwischen Ländern auch bei Biomethan und diesen Nachweisen passieren. Und in diesem Sinne ist es notwendig, dass wir nationale Register aufbauen, die international miteinander vernetzt sind und als solches auch international und nach
international anerkannten Standards agieren. Die Gründe liegen hier klar auf der Hand. Warum brauche ich ein Biomethanregister? Ein Biomethanregister in erster Linie wird aufgebaut, um Nachweise für in das Erdgasnetz eingespeiste Biomethan auszustellen. Das ist die grundlegende Tätigkeit eines Registers. Es ist eine standardisierte Ausgabestelle, das soll an der Stelle auch erwähnt werden, dass es möglich sein sollte, einen einheitlichen Standard zumindest national zu etablieren, sodass eine internationale Kooperation mit einer Ausgabestelle möglich ist. Es muss eine einheitliche Plattform geschaffen werden. Wir wissen selber anhand von anderen Beispielen, Energieeffizienz, gibt schon mehrere Handelsplattformen. Und hier verteilt sich natürlich dann auch die Liquidität. Wir reden hier beim Biomethanregister noch nicht von Liquidität, wir reden von Nachweisen, die ausgestellt werden. Aber durch eine einheitliche Plattform und einheitliche Standards lässt sich auf jeden Fall eine Harmonisierung und auch eine, sage ich, Konzentration der Marktteilnehmer erreichen, die auch wieder zu Sicherheit in einem Markt führen kann. Diese Stelle dient natürlich auch zur Abwicklung von Markt- und Förderprozessen. Wir in unserem Fall wickeln die Ökostromförderung für Ökostromanlagen ab. In Deutschland zum Beispiel wird dieses Register auch für die Verstromung verwendet. Hier gibt es aber auch ein erneuerbares Wärmegesetz und diese Förderungen werden auch mit Hilfe des deutschen Biomethanregisters abgewickelt. Also können dann auch die Register hier einen wertvollen Beitrag zu einer staatlichen Funktion leisten, neben einer marktwirtschaftlichen. Vernetzung international ist entscheidend. Es ist mit ein Grund, warum ein Biomethanregister aufgebaut wird, um sich auch zu vernetzen. Es geht nicht darum, und das war auch nie unsere Intention, den Markt abzuschotten mit diesem Register, sondern den Markt zu vergrößern und zu internationalisieren. Aufgaben beim Aufbau, das ist auch unsere Tätigkeit, die wir im Rahmen des Biosurf-Projektes haben, nämlich da Guidelines zu erstellen für den Aufbau von Registern. Und hier spielt natürlich der Basis eines Aufbaus eine entscheidende Rolle. Baue ich ein freiwilliges Register oder baue ich ein verpflichtendes Register? Beim freiwilligen Register habe ich sehr wohl gewisse Risiken, gewisse Hürden, weil ich dieses doch unter Anführungszeichen fremd finanzieren muss durch Einnahmen, durch Gebühren, durch Transaktionsgebühren, wie zum Beispiel in Deutschland. Und hier kann ich sehr viel falsch machen, also auf das sollte man auf jeden Fall Rücksicht nehmen. Stakeholder sind entscheidend. Wir sind in Österreich, muss man sagen, sehr gesegnet mit unseren Stakeholdern. Wir haben sehr, sehr viele, die uns und unserem Register positiv gestimmt sind. Und hier spielt natürlich die Verwirklichung von Ideen eine entscheidende Rolle. Ressourcen, also wir betreiben das Register mit circa 0,2 bis 0,5 Personen pro Jahr, also mit sehr, sehr wenig Aufwand, lässt sich dann doch ein internationales Register hier durchführen. Vertragserstellung ist entscheidend. Wir haben mit allen Marktteilnehmern die entsprechenden Verträge, ist bei einem Aufbau absolut entscheidend. IT-Systembeschaffung genauso und auch das Kundenservice, nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Die Tätigkeiten eines Registers, die sind nicht nur in Österreich anerkannt und durchführbar und auch umgesetzt, sondern auch in vielen anderen Ländern. Wir erstellen Nachweise, wir registrieren Marktteilnehmer und was ganz entscheidend ist für die Marktteilnehmer, wir schaffen die Möglichkeit, dieses Eigentum, diesen Nachweis zu übertragen. Und das ist eine entscheidende Rolle. Dafür braucht es eine möglichst neutrale Stelle, die diese Möglichkeit des Eigentumsübergangs auf einer rechtlichen Basis zur Verfügung stellt. Und genau das machen wir und genau das machen auch andere Register in anderen europäischen Ländern. Und dieser Eigentumsübergang, den kann man jetzt national sehen, aber dieser muss natürlich auch in absehbarer Zukunft international stattfinden, um Nachweise international austauschen zu können, um diesen Markt vergrößern zu können und auch Zugang zu anderen Märkten zu bekommen. Neben Operation, Support, Kundenservice und natürlich auch die Weiterentwicklung des nationalen Biomethanmarktes und des internationalen verfolgen wir
mit den schon vorher erwähnten Marktteilnehmern und erweitern natürlich auch das Register dort, wo es notwendig ist. Die Funktionsweise des Registers, wir haben das schon vorher kurz besprochen, jedoch ist es notwendig zu sagen, dass es eine Schnittstelle zwischen dem Produkt und dem Markt braucht und genau das bietet ein Register. Wir sind keine Handelsplattform, bei uns gibt es keinen Preis für Nachweise, wir haben keine Trades, wir sind keine Börse. Wir schaffen wirklich die Schnittstelle zwischen dem Produkt, dem Nachweis Biomethan und dem Markt, wo sich Marktakteure treffen können und dieses Produkt austauschen können. Wichtig ist auch an der Stelle zu erwähnen, wir haben es vorher gehört vom Attila Kovac, die Physik und der Nachweis laufen getrennt. Es gibt technisch gesehen keine Möglichkeit zu sagen, diesen Nachweis, den ich generiere, der generiert wird, nachdem die Menge produziert wurde, irgendwie wieder mit dem Molekül Erdgas zu verknüpfen. Es ist notwendig, eine gewisse Trennung zwischen dem Physik und dem Nachweis aufzubauen, aber es an einer nachgelagerten Stelle wieder zusammenzuführen. Das Thema Massenbilanz spielt hier eine entscheidende Rolle. Es gibt einen europäischen Ansatz, den wir im Rahmen des BioSurf-Produktprojektes versuchen zu verfolgen und wir sind auch davon überzeugt, dass wir diesen auf der europäischen Ebene etablieren können und der allen internationalen Registern helfen wird, hier Nachweise auszutauschen. Es gibt eine zentrale Datenbank, die natürlich diese Nachweise generiert und auch verwaltet. Periodische Generierung der Nachweise ist ja an der Stelle nur erwähnt. Wir produzieren und generieren diese Nachweise auf einer monatlichen Basis. In Deutschland zum Beispiel ist es auf einer jährlichen Basis. Also hier haben wir doch gewisse Unterschiede zwischen den Registern. Der Eigentumsübergang und die Stilllegung dieser Nachweise ist aber in allen Registern vorhanden und auch eine essentielle Komponente. Marktteilnehmer, welche Marktteilnehmer gibt es? Wir haben schon gehört, es gibt ca. 300 Anlagen in Europa. Daneben gibt es viele, viele Biomethanhändler. Dazu zählen grundsätzlich alle Lieferanten, Versorger von Erdgas. Auf der anderen Seite sind aber auch Marktteilnehmer alle Biomethan-Konsumenten. Und da kommt jetzt, sage ich, der größte Vorteil, wie man Biomethan vermarkten kann, nämlich Biomethan wird ins Netz eingespeist und von dort steht es potenziell 100 Millionen Zählpunkten in Europa zur Verfügung. Das heißt, es gibt ein irrsinniges Potenzial an Kunden, nämlich 100 Millionen Zählpunkte und dieses Potenzial ist doch recht groß und da wird es sicher den ein oder anderen Abnehmer dafür geben, sehen wir auch jetzt schon. Daneben gibt es auch noch Spezialnutzer, wie zum Beispiel Förderstellen, die im Rahmen von Förderprozessen registriert sind. Ein kurzer Blick auch noch ins Ausland, weil wir doch auch zeigen wollen, dass woanders etwas passiert. Wir haben in anderen Ländern Register, Deutschland, Schweiz, England, Niederlande, Dänemark, Frankreich, Schweden ist auch gerade, sage ich, fast fertig und auch Finnland. Weitere Register sind im Aufbau und werden auch im Rahmen des BioSurf-Projektes unterstützt. Dazu zählt speziell Italien, Irland. Ungarn ist hier auch, sage ich, an der Grenze unterstützt zu werden. Aber es ist eines klar, wir haben einen Wildwuchs an nationalen Regelungen und Gesetzen, die wir versuchen müssen zu vereinheitlichen. Es gibt keine EU-Vorgaben zu Biomethan-Nachweisen oder zu Biomethan-Registern und dementsprechend sind diese Aufgaben stark national geregelt. Diverse Länder haben diverse Unterschiede. Deutschland, nur kurz erwähnt hier, ist mit Abstand das größte Register mit über 100 Anlagen. England hat auch bereits über 50 Anlagen, Biomethananlagen am Netz. Es gibt gewisse Länder, die bereits den Import von Biomethan wünschen und auch technisch umgesetzt haben. Dazu zählt die Schweiz und auch die Niederlande. Und die anderen Länder sind noch auf einem sehr niedrigen Level, haben aber doch noch gewisse Unterschiede. Aber der Handel und der Übertrag steht bei allen an der Tagesordnung. Und hier noch kurz eine Minute zum Thema Zukunft national und in Europa. Wir haben national
diverse Zukunftspotenziale. Das ist nicht die Aufgabe von uns als Biomethanregister, über diese Ziele und die Zukunft zu sprechen, aber wir sehen doch, dass es durch die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten, also Stoffkreislauf in der Lebensmittelindustrie, Verkehr, dann generell die Marktreife von Biomethan, wie kann man es einsetzen, wie steht es zu Erdgas. Es gibt irrsinnig viele Zukunftsthemen, die national gerade jetzt auch diskutiert werden. Die Förderungen laufen langsam aus für die Ökostromanlagen und dementsprechend sind diese Zukunftsthemen auf jeden Fall zu diskutieren. Dasselbe gilt für Europa und hier sei erwähnt ganz speziell die Kooperationen. Wir kooperieren derzeit mit dem deutschen Biomethanregister und wollen hier auch in absehbarer Zukunft Nachweise austauschen. Es gibt auf der europäischen Ebene einen Registry Club, wo es darum geht, die Biomethanregister zu vernetzen, um auch die Möglichkeit zu schaffen, solange es keine EU-Vorgaben gibt, zumindest zwischen den Registern, zwischen den nationalen Registern, einheitliche Regelungen zu finden, um Nachweise auf einer einheitlichen Ebene auszutauschen. Und die Harmonisierung nationaler Register auf europäischer Ebene ist unser Ziel, ist auch das Ziel des Biosurf-Projektes und somit sehen wir dieses Projekt, auch wir sind hier Partner, als entscheidendes Projekt, als Folgeprojekt zu dem Green Gas Grids Projekt, das es gegeben hat, um Biomethan innerhalb der Register zu standardisieren und einen einheitlichen Austausch in Europa, vielleicht schon im Rahmen dieses Projektes, das bis Ende 2017 dauert, auf die Beine zu stellen. In dem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit.